Ja, grüßt euch Leute, hier spricht Ouroboros und heute machen wir mal wieder mal etwas Neues. Und zwar gehe ich heute mal auf so ein Telegram-Seiten und schaue mir mal, was es da Neues gibt. Ihr wisst ja selber, es gibt Seiten, die sich durchaus mit irgendwelchen Verschwörungen sich beschäftigen. Dann gibt es Seiten, die natürlich politisch veranlagt sind. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt hier einige Seiten an und darüber werde ich natürlich meine Meinung sagen. Meine Meinung muss jetzt hier nicht die Wahrheit darstellen, sondern meine Meinung ist nur eine Hypothese, eine These. Sollte wirklich was da dran sein, dann müsst ihr selber recherchieren, ob das, was ich hier sage, überhaupt die Wahrheit darstellen kann, Leute. Nochmal, alles nur Hypothesen. Ich würde euch gleich ein paar Dinge zeigen und natürlich meine Meinung über diese Thematik von mir geben. Es geht wieder mal um die flache Erde. Bevor ich hier die Videos zeige, die flache Erde. Ja, haben wir noch die flache Erde hier zu sehen? Moment, genau. Diese Thematik wird so ja, begeistert aufgenommen von vielen, aber auch von vielen, ja, abgewiesen, sage ich mal, weil es ist ja einfach unglaublich, wenn man davon ausgeht, dass wir unter einem Dom leben, Leute. Dom. Wir sind eingeschlossen unter einer Art Kuppelanlage und wir können hier einfach nicht raus, weil irgendwelche Gestalten, die meinen, sie wären besser als andere, uns davon fernhalten, hier aus diesem Kreislauf des Lebens herauszukommen, Leute. Das Krasse ist, dass immer wieder versucht wird, diese Thematik mit der flachen Erde schlecht zu machen, Leute. Schlecht zu machen. Einige behaupten nun, ja, diese ganze Thematik wurde von den Geheimdiensten extra hier verbreitet, um irgendwelche Menschen wieder mal abzulenken. Aber die Frage lautet, warum sollten Geheimdienste eine Art Flache-Erde-System in diese Telegram-Seiten oder YouTube oder was weiß ich, was es für soziale Medien gibt, zu verbreiten, weil das Thema selber ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Es gibt nicht so viele Menschen, die sich jetzt hier für die flache Erde interessieren. Da hätten die lieber gemacht, dass die Erde wie so ein Quadrat wäre, wie so ein Würfel, dann wäre die Sache vielleicht anders. Aber warum bringen die ausgerechnet diese Thematik von der flachen Erde, um die Menschheit zu verwirren? Vielleicht sogar die Wahrheit zu sagen, weil die Geschichte der flachen Erde ist ja uralt. Wir reden jetzt hier nicht von diesen ganzen esoterischen Flacherdler von der 19. Jahrhundert, wo die erst angefangen, irgendwelche Theorien sich zu entwickeln, sondern wir reden von diesem System der flachen Erde, das schon seit Jahrtausenden in Mythen, in Legenden verbreitet werden, Leute. Und eines der ältesten Mythologien, die sich um die flache Erde geht, steht in der Bibel. Die Bibel, es gibt mehr als fast 100 Stellen in der Bibel, die die Erde als eine Art Scheibe darstellen. Also kreisrunde Scheibe, keine Kugel, weil schon damals kannte man die Form einer Kugel. Aber nein, in der Bibel wird extra beschrieben, nicht nur in der Bibel. Nicht nur in der Bibel, auch zum Beispiel jetzt hier bei den Israeliten, bei dem Judentum oder beim also selbst hier beim Islam und anderen religiösen Schriften wird die Erde als keine Kugelform dargestellt, sondern eine Art flache Ebene mit einer Art Kuppel drauf, Leute, unter denen wir Menschen existieren. Ja, das Thema wurde natürlich vor ein paar, ja, 10 Jahre schon, ist das schon hier, glaube ich, wo das ganze Thema so aufgekommen ist. Und viele Leute interessieren sich für das Thematik, ist auch richtig so, weil immerhin, müsst ihr vorstellen, es ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht ja hier nicht darum, ob das Universum jetzt hier ein Weltall besitzt oder mit Sternen oder mit Planeten oder mit Sonnensystemen ausgestattet ist, sondern es sind nach meiner Meinung eine Art Betrug, in dem wir uns befinden. Das heißt, die Leute, die diese Welt, Ausführungszeichen, beherrschen, sie haben nach einer bestimmten Periode von Katalysmen, sage ich mal, wo verschiedene, je nach Zeitaltern, große Zerstörungen gab, haben die in einem Zeitalter all das eingeführt, dass der Mensch versuchen sollte, dieses Wissen über das, wo er wohnt, in dem er sich befindet, irgendwie auszulöschen aus dem Gedanken. Darum ist es interessant,
dass diese Thematik ausgerechnet vor 10 Jahren ungefähr weit verbreitet wurde von irgendwelchen, ja, muss man sagen, mysteriösen Leuten, die dieses Wissen verbreitet haben über die flache Erde. Natürlich mit sehr vielen falschen Behauptungen. Aber wie gesagt, es geht aber nicht darum, was die heutigen Forscher oder was weiß ich was von sich behaupten, sondern es geht einfach darum, dass diese Thematik der flachen Erde mit einem Kuppel darauf eine weit verbreitete Legende, Mythologien darstellt, Leute. Selbst in sumerischen Keilschriften wird dort behauptet, dass die Erde eine Kuppelanlage verbergt, dass wir unter einer Kuppel leben. Und all diese Geschichten mit Sakhir Sitchin über Nibiru, über, ja, dass so ein Planet immer wieder nach 3600 Jahren hier die Erde durchkreuzt, Zerstörung bringt. Ich glaube, das war einfach eine, ja, wenn ich das sagen darf, Verarsche, um die Menschen einfach von der Wahrheit wegzubringen. Da fragen sich natürlich viele, zu Recht, wenn das so ist, wenn die Erde wirklich das darstellt, was in der Bibel steht oder in alten Schriften, aus welchem Grund sollten diese Geheimdienste oder die Freimaurer oder Illuminaten oder was auch immer, die diese Welt regieren bzw. verwalten, warum sollten die ausgerechnet die Wahrheit jetzt hier posaunen, Leute? Ganz einfach, ganz einfach. Das System, in dem wir uns befinden, geht dem Ende entgegen. Das heißt, wer kennt das Wort Endzeit, Endzeit in dem Sinn, dass wir am Abgrund eines, ja, gewaltigen Umbruchs befinden und die nächsten Jahre, vielleicht sogar früher, werden zerstörerisch sein, Leute. Und darum ist der Auftrag dieser Leute, am Ende der Zeiten die Apokalypse zu offenbaren. Apokalypse bedeutet Offenbarung. Das wahre Wissen müssen diese Mächte, die fast immer geherrscht haben hier, müssen am Ende der Zeiten die Wahrheit alles offenbaren, Leute. Die Apokalypse heißt nichts anderes als etwas Wissen offenbaren, die Wahrheit offenbaren, sag ich mal. So, und darum mussten die auch nach dem Gesetz, kann man das so sagen, himmlischen Gesetze, sage ich mal, auch dieses wahre Wissen hier kundtun. Die können nicht einfach sagen, ja, es muss einfach so gesagt werden im Fernsehen. Nein, das machen die nicht. Die haben einfach die Aufgabe, diese Thesen bzw. die Wahrheit hier auf der Welt zu offenbaren, zu verbreiten. Aber, das ist gut, das ist schlimm oder das ist gut, ist aber hingestellt, da haben die natürlich ihre eigenen Leute, diese ganzen Trolle, die im Internet verkehren, dass sie dieses wahre Thema ins Lächerlichkeit ziehen, Leute. Ins Lächerlichkeit ziehen. Das heißt, die Wahrheit ist vor unseren Augen. Und dann tauchen diese ganzen Trolle auf, natürlich bezahlt von der Gegenseite, und versuchen die Wahrheit hier ins Lächerlichkeit zu ziehen, damit der Mensch nicht weiß, dass das eigentlich die Wahrheit ist, Leute. Ich würde noch einiges darüber sagen. Es gibt viele Beweise, nochmal, es gibt sehr, sehr viele Beweise, die diese Tatsache untermauern, dass diese Erde, Ausführungszeichen, nichts anderes ist als eine künstlich erbaute Konstrukt, sage ich mal. Künstlich erbaut. Auf, jetzt kommt's, auf irgendeinem Felsen, Planeten, unter dem Meer, was auch immer. Was auch immer, Leute. Auf jeden Fall befindet sich dieses Konstrukt, diese scheibenartige Erde, sag ich mal, mit einem Kuppel da drauf, befindet sich auf irgendeinem Objekt, sag ich mal. Das wird auch öfter beschrieben in den alten Geschichten, ob das jetzt hier religiös oder mythologisch oder selbst in Märchen stattfinden. Es wird genau beschrieben, wie dieses Konstrukt aufgebaut ist, Leute. Es ist einfach krass, sag ich mal. Ihr seht das Bild, das ist das Bild, was eigentlich in der Bibel immer wieder auftaucht. Das heißt, so wird die Erde beschrieben. Und wenn wir die Schöpfungsmythologie der Bibel oder hier beim Tora oder selbst im Islam uns anschauen, dort wird berichtet, dass die Erde, Ausführungszeichen, innerhalb von 6 Tagen erschaffen wurde. Innerhalb von 6 Tagen. Ob das jetzt 600 Jahre sind oder 6 Jahre, da steht 6 Tage. Ne? Also das ist ein mechanisches Ding, was ja passiert. Was steht denn nun in der Geschöpfungsgeschichte? Ich habe schon in meinem alten Video schon mal öfter erwähnt, dass irgendjemand,
Ja, ich versuche euch mal ganz einfach hier auszudrücken, einfach, dass er versteht. Irgendjemand kam hier auf diesen Ort, auf diesen felsigen Ort, Wasserplanet, was auch immer. Und unter dem Wasser haben die diese technische Anlage runtergesetzt, aufgebaut. Und aus dieses kreisrunde Etwas hat dann diese sogenannte ja, Kuppelanlage, so eine Art Blase mitten im Wasser aufgebaut und das Wasser rausgezogen. Das, was unten der Meeresboden war, ist die Erde, was wir sehen heutzutage, Leute. Es ist ein Konstrukt von einem kreisrunden energetischen Feld um uns herum, das die Kuppel bildet und wir leben darunter. Das ist, wenn ihr die Bibel richtig liest oder die anderen religiösen Sachen, Märchen oder auch was es alles gibt, ne, dann werdet ihr am Ende genau zu diesem Gedanken kommen, wie ich euch gesagt habe. Wir leben auf einem künstlichen Konstrukt. Einem künstlichen Konstrukt. Da fragt man sich natürlich, wenn es so ist, wenn da sowas sein sollte, ne? Wer oder was hat das Ganze verursacht? Weil wenn man davon ausgeht, dass es mechanisch ist, ne? Wenn es mechanisch ist, also das muss ja erbaut worden sein von irgendjemandem, ne? Da fragt man sich, wo kommt der Mensch dann her? Wenn es nicht von hier ist oder was weiß ich was, ist das möglich, dass dieses Konstrukt einfach nichts anderes ist, als eine Art, wie soll man das sagen, eine Art, ja, ein Raumschiff würde ich nicht sagen, Leute. Stellt euch einfach mal vor, auf dieser scheibenartigen, kreisrunden etwas ist die gesamte menschliche Zivilisation gespeichert, sage ich mal, gespeichert. Eine Menschheit, die vielleicht mal existiert hat und, ja, wie soll man sagen, entweder ist das eine holographische Basis oder es wird durch ein DNS immer wieder so eine Art unter der Erde, die Menschheit immer wieder erschaffen, zerstört. Es ist etwas unglaublich, was hier vor sich geht, Leute. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass dieses Konstrukt existiert, in dem wir uns befinden und dass selbst diese ganzen Speichereinheiten, das heißt die Programme, was wir darstellen, auch hier als Holographien abgestrahlt werden, unter echten Menschen, nochmals, unter echten Menschen. Ich werde auch nachher mal einiges darüber sagen, die euch vielleicht noch mehr verwirren werden, als ihr schon seid. Und die flache Erde mit alles rum dran, ihr seht ihr auf dem Bild, und das so krass ist, im Mittelteil seht ihr sozusagen das Öl. Es ist ja sozusagen die Höhle, wird das bezeichnet, aber es geht hier eigentlich hier nichts anderes um Rohstoffe. Jetzt kommt meine These, es ist meine These. Ihr solltet euch noch darüber Gedanken machen. Was wäre, Leute, was wäre, wenn dieses Konstrukt von außerhalb natürlich hingebracht worden ist, wenn dass dieses Konstrukt nichts anderes ist, eine Art Maschine für Rohstoff zu fördern. Ja, zum Rohstoff zu fördern, Leute. Unter dem Meer riesige Vorräte von Gold, was weiß ich, was auch immer. Und diese Leute, damit das hier ein bisschen vernünftig ja, aussieht, dass sie kein Heimweh haben, haben dann diese menschliche Situation auf holographischer Basis aufgebaut, innerhalb der echten Menschen, sag ich mal, die dann natürlich, so wie beim Film Avatar, einfach die Rohstoffe dieser Welt einfach ernten bzw. abbauen, Leute. Ne? Und dann kommen ja ab und zu mal Geschichten über diese sogenannten, ja, diese Geräusche, die immer wieder am Himmel ertönen und die Menschen denken sich, was sind das für Brummtöne, die hier innerhalb dieser Welt hier stattfinden. Aber stellt euch mal vor, Leute, es sind nur Thesen, aber stellt euch mal vor, was wäre, wenn diese flache Erde sich vergrößern kann. Das heißt, diese Leute, die hier unsere Rohstoffe hier abbauen und die haben so ein bisschen einen Teil abgebaut, und wollen jetzt einmal woanders weitermachen. Was macht man dann? Man vergrößert den Dom. Man vergrößert einfach den Kreis. Das heißt, diesen künstlichen Kreis, das auch diesen Dom erzeugt. Einfach wird das breiter gemacht. Und dadurch ist das möglich, dass man diese ganzen Geräusche, was man im Himmel hört, dass das ja nichts anderes sind, dass hier diese Geräusche verursacht, sage ich mal. Ne? Und jetzt kommt mal was von Bischken Teil. Dann geht es wieder um die Sonne, um den Mond, sag ich mal. Das heißt, wenn diese flache Erde-System sich vergrößert, dann passt natürlich auch dieses ganze geografische Sonneneinstrahlung hier nicht mehr. Ihr wisst ja selber, ich sage ja immer, dass das alles ein künstliches Etwas ist,
eine künstliche Sonne. Es ist klein, es sind natürlich ja keine paar tausend Kilometer breit, sondern es sind vielleicht Dinge, die sind vielleicht 20, vielleicht 50 Kilometer breit oder vielleicht sogar viel, viel weniger, Leute. Stellt euch mal so eine LED-Lampe vor, so eine kleine, wenn man die anmacht, das strahlt ja fast das Tausendfache aus. Und so ungefähr müsst ihr euch auch die Sonne vorstellen, eine künstlich kleine künstliche Sonne. Aber da die Kuppel sich vergrößert, die Flacherde sich vergrößert, indem die natürlich den Kreis, diesen mechanischen Kreis erweitern auf die anderen Orte, wo Rohstoffe existieren, dadurch müssen wir natürlich versuchen, die Menschheit beziehungsweise Holographien, die hier existieren, ein bisschen noch dummer zu halten. Also müssen die von sich aus andere künstliche Sonnen erzeugen, damit dieses Ganze hier funktioniert. Nochmals, das hier ist nichts anderes als ein Abbild vom Original. Und wenn man ein Original haben will, muss man natürlich auch alles hier durch den Menschen was vorzumachen, indem man sagt, ja, es gibt Sterne, es gibt das und jenes. Es ist eine Simulation. Es ist eine Simulation innerhalb dieses Kuppelanlage. Und am Ende fragt man sich, wofür alles eigentlich? Ne? Wofür das Ganze? Und wenn man so ganz weiterdenkt, ist das ja nichts anderes als eine riesige Maschinerie von einem Rohstoffmaschine, Leute. Es ist eine hochentwickelte, vielleicht sogar eine Science-Fiction-Zeitaltermäßige Zeit, in der wir uns eigentlich befinden. Aber wir sind nichts anderes als wie so eine Art Holodeck wie vom Star Trek, dass wir hier simuliert werden, um für die echten Menschen sozusagen als Spielfiguren dazustehen, beziehungsweise damit sie sich nicht langweilen, weil die müssen ja, was weiß ich, Lichtjahre von uns Hause entfernt sein, vielleicht müssen die auch hier Jahrzehnte leben, vielleicht 20, 30 Jahre hier leben, bevor wir zurückgehen können. Also was macht man am besten? Man simuliert eine Welt, damit die Arbeit, Ausführungszeichen, gute Laune haben, sich besser hier miteinander verkehren können. Das heißt, es ist natürlich nur eine These von mir. Und das wird aber auch vieles erklären, dass hier immer wieder mal zwei Sonnen gesehen werden oder drei sogar, dass hier ab und zu mal nicht, irgendwas nicht passt. Zum Beispiel in Australien geht die Sonne unter, hier ist auf oder auf einmal sieht man die Sonne auch da, was eigentlich Nacht sein sollte oder was weiß ich was. Das heißt, solche Phänomene, die immer wieder auftreten, die erklären einfach, was hier vor sich geht. Genauso mit diesen ganzen mysteriösen Dingen, die auf einmal behauptet wird, ja, der Nordstern, wenn man südlich geht, bla bla bla, darf man das eigentlich nicht sehen oder warum sieht man trotzdem oder nicht. Das ist einfach, es ist einfach alles eine Simulation, Leute. Eine Simulation. Der ganze Sternenhimmel ist nichts anderes als ein riesiges Bildschirm, wo man immer drauf schaut, mit all dem, was wir sehen, ist nur ein Schein. Und wir befinden uns unter der Kuppelanlage. Man kann ja nicht rauskommen, weil wir nichts anderes als Holographien sind. Ob ich jetzt selber echt bin, weiß ich nicht. Ob ihr echt seid, keine Ahnung. Auf jeden Fall am Ende, wofür das alles erbaut worden ist, das könnte vielleicht, sage ich mal, vielleicht einen kleinen Schritt auf die Wahrheit gehen. Ne? Kleiner Tipp war das. So, jetzt haben wir über die künstliche Sonne geredet. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ein Video schauen. Ne? Also ich habe mal hier bei Telegram ein super, ja super will ich nicht sagen, aber ein gutes Video gesehen. Das möchte ich euch jetzt mit euch zusammen anschauen. I have a pilot here flying at 35,000 feet. He's looking at the moon over to his right. He got the sun over here to the left. The sun is below the horizon. That should never happen for a sun that's 93 million miles away. Here we have another guy flying right next to the sun. As we all know, clouds are not 93 million miles high, okay? So why is the sun below the clouds? If he makes a hard right, he can fly right into the sun. I mean, if he wants to check out early or something, but that's how close it is, all right? Here we are again, another pilot flying past the sun. There it is, local hotspot right on the clouds. Here we are again, the sun is right beneath these clouds here. I'm trying to figure out how this happens with the sun that's 93 million miles away. In fact, I know how it happens. It happens like this because we live on a flat enclosed system with a close and local sun and moon. As you can see here, the moon is below the horizon line, okay? This should never happen with the moon that's in outer space, 238,000 miles away from Earth, but yet, it's below the horizon line. Here we are again. The sun below the horizon line. This is how you should be viewing the sun from an aircraft on a globe. Some people are going to say atmospheric refraction, but we just laugh at them because their indoctrination is shown. But remember, I just showed you guys a video of the sun right next to an airplane, below clouds that are only 3 miles.
Ja, ich habe gerade das Video gesehen. Ich finde das aber richtig interessant, Leute, Have a muss ich pilot sagen. here Ich flying finde at das auch 35,000 richtig interessant. feet. Und He's looking at wenn mir jemand immer noch sagt, dass wir alles normal, was wir gerade gesehen haben, dass die Sonne sozusagen die Wolken darunter also richtig lokal bestrahlt oder dass die Sonne unter den Wolken ist. Und wie will mir jemand erklären, dass die Sonne angeblich 150 Millionen Kilometer entfernt sein soll? Und dann sieht man solche Phänomene. Es sind ja nur ein kleiner Ausschnitt von denen. Es gibt mehr Videos, die noch erstaunlicher sind, wo man selbst die Sonne innerhalb der Wolken sieht, was unglaublich ist, Leute. Was heißt das nun? Das heißt, genau was ich gerade gesagt habe, wir befinden uns unter einer Art Kuppelanlage. Alles andere spielt eigentlich keine Rolle, ob das wirklich jetzt hier in so einer Rohstoffmaschinerie ist, in dem wir uns befinden, ob das jetzt hier vielleicht sogar hier so eine Disney World ist, das von irgendwelchen Leuten besucht wird, von echten Menschen und hier eine Art, ja, wie soll man sagen, ein Experiment hier durch abläuft, hier Leute, wie der Mensch war oder nicht war. Das heißt, es kann auch sein, dass für jeder einzelne von uns hier extra hier erschaffen worden ist, durch diesen Datenbanken, die uns hier abstrahlen. Aber das spielt jetzt mal keine Rolle, sondern ihr habt einfach gesehen, dass die flache Erde, flach ist das natürlich nicht, weil es ist ein kreisrunder Gebilde, eine Maschinerie, das auf irgendeinem Ort liegt, sage ich mal, mit einer Kuppel drauf und darunter leben wir, Leute. Das heißt, alle alten Schriften, religiöse Dinge, die beschreiben diese Tatsache. Aus welchem Grund soll das jetzt nicht die Wahrheit stellen? Es gibt 2 Milliarden Christen, es gibt 1,5 Milliarden Moslems, es gibt vielleicht 1 Milliarde Buddhisten, Hinduismus, weiß ich was. Und warum sind all diese Menschen Lügner? Sie glauben an eine Art Gott, sie glauben an eine Macht, sie glauben an das und jenes, was nicht beweisbar ist, noch nie bewiesen worden ist. Aber diese Menschen glauben daran und ihre Schriften, ihre Mythologien, die überliefert worden sind, beschreiben den Anfang alles Seins, was erschaffen worden ist. Was erschaffen worden ist, Leute. Ihr dürft nicht vergessen, die Bibel ist ja eine Art Geschichtsbuch, ist ja keine erfundene Sache angeblich, ne? Sonst würde der Christ nicht darüber glauben, ne? Der Jude würde oder der Islam, die Moslems würden ja nicht daran glauben, wenn das alles nur falsche Identitäten sind oder wenn das alles gelogen ist. Mag ja sein, dass einige Dinge ja durch irgendwelche Mächte umgeschrieben worden sind, aber der Urkern ist bei jeder Religion so. Ihr müsst immer auf den Urkern gucken, nicht das Geschmückte darum. Ne? Und im Urkern steht einfach, dass wir in einem Art künstlichen Blase existieren, dass wir da drin sterben, auferweckt werden, wie so eine Art Zeitschleife. Und die echten Menschen unter uns, die man auch als Götter bezeichnet, die sind dafür da, um diese ganze Arbeit, in der sie sich befinden, zu errichten oder beziehungsweise das Drehbuch so auszuführen, dass es genauso passiert, wie es passieren soll. Mag sein, dass es hier nichts anderes ist als Disney World. Mag sein. Es mag sein, dass wir alle Holographien sind und von außerhalb, von Oberwelt, irgendwelche Menschen kommen, um zu sehen, was mal passiert ist. Mag alles sein. Mag alles sein. Aber hier geht es darum, um zu zeigen, dass die Erde nicht das ist, was die darstellen. Jedenfalls nicht unter dieser Kuppelanlage. Es mag sein, dass außerhalb durchaus ein Weltall existiert. Es mag sein, dass das Sterne existieren, es mag ja sein, dass Planeten existieren, aber nicht unter diesem verschlossenen System, in dem wir uns befinden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir befinden uns nicht auf einer Kugelerde. Vielleicht ist das hier sogar so eine Art Felsstück, in dem das ganze Gebäude hier, in dem das Konstrukt erbaut worden ist. Vielleicht irgend so ein Komet, vielleicht ein Asteroid, wo ihre ganzen Rohstoffe hier ziehen. Vielleicht sogar ein Wasserplanet, was weiß ich auch immer. Vielleicht sogar ein Eisplanet. Wer weiß halt schon, Leute. Es ist ja nicht mal der Sinn der Sache. Da muss jeder selber recherchieren. Am Ende soll er selber glauben, was die Wahrheit sein soll. Die Wahrheit, der Kern, das für mich durchaus die Wahrheit darstellt, ist nun mal, dass wir in einem verschlossenen System und einer flachen, ja, und einer flachen Ebene existieren, mit einem Kuppel da drauf. Mehr kann ich nicht darüber sagen, weil das überall beschrieben ist, Leute. Also, wie gesagt, sehr interessant, die ganze Thematik. Jetzt schauen wir mal, was es da Neues gibt über die flache Erde. Was ist das? Also, das ist die Marty Freelance. So interessant, muss ich sagen. Ja.
Ich habe schon ein paar Videos gemacht über Martin Friedland, der ja davon ausgeht, dass wir auch unter einer Kuppelanlage leben. Und ja, schaut einfach mal rein, was er für Gedanken von sich gibt. Oh, sagen wir so, einige Themen von ihm sind durchaus interessant, Leute. Und wie ich gesagt habe, wir leben unter einer Kuppel. Recherchiert, glaubt nicht alles, was die von außerhalb uns geben. Wichtig nochmal zu erwähnen, in der Zeitapokalypse müssen die Wahrheiten über das ganze Kosmos, über die ganze Kosmologie hier offenbart werden. Wo wir leben, wo wir existieren. Und das haben die gemacht. So nach dem Plan von Gut und Böse haben die das gemacht. Die haben einfach die Wahrheiten offenbart, ob jetzt in einem Film wie Matrix oder jetzt hier viele Wissenschaftler, die sich jetzt mit den Simulationstheorien sich beschäftigen und einige sogar behaupten, dass wir sozusagen so eine Art Holodeck existieren, wie so ein, in so einem Würfel, sag ich mal einfach mal ausgedrückt, und dass wir nichts anderes sind als Programmwesen. Aber ich möchte nicht da viel darüber reden. Ich habe in alten Videos schon alles erklärt, was es darum geht, Leute. Wichtig zu wissen, nochmal zum Abschluss. Die Welt, in der wir uns befinden, ist nicht das, was ihr es euch vorstellt. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einige Dinge von mir erläutern. Am Ende müsst ihr recherchieren. Glaubt nicht, was jetzt immer bei den Telegram-Kanälen steht oder Mainstream oder was weiß ich was. Schaut einfach das, was überliefert worden ist. Vergleicht das Ganze. Vergleicht nicht einfach und sagt, ich glaube nur an die Bibel und das war's. Nein, Leute, schaut euch den Koran an oder schaut euch jetzt ja die Tora an oder schaut euch die ganzen Mythologien von diesen ganzen Ländern oder Menschen an, die über die Schöpfungsgeschichte Sachen überliefert haben. Und dann werdet ihr dann zum Schluss kommen, dass das, was die uns hier erzählt haben, diese ganzen Kosmologie, ein Schwachsinn ist. Jedenfalls innerhalb des Doms. Hier wird alles nur simuliert. Und das ist wichtig zu wissen. Nur eine billige Simulation auf einer billigen, unverschämten Welt, in der wir uns befinden. Das war's für heute. Ich will mal sagen, bis demnächst und ciao.